Heilbronn. 40 Jahre ist Gerd Bornschein bereits im Polizeidienst. Als leitender Ermittler hat er viele Leichen gesehen, hunderte Täter erfolgreich vernommen, unzählige Morde gelöst. Doch ein Fall beschäftigt Kommissar Bornschein bis heute. Der sogenannte Hammermörder. Ein Mann, der 4 Banken überfallen hat und 7 Menschen umgebracht hat. Gerd Bornschein kann sich auch 30 Jahre nach den Vorfällen an jedes Detail dieser Mordserie erinnern. Auch schmerzliche Erinnerungen sind da. Warum? Weil letztendlich doch 7 Menschen sterben mussten. Und die Frage lautet heute nach wie vor auch für mich, hätte man verhindern können, dass es zu so zahlreichen Opfern kommt bei dieser doch sehr massiven Straftat. Landesarchiv Baden-Württemberg. Exklusiv dürfen wir Kommissar Bornschein begleiten, als er noch einmal einen Blick in die Akten in Sachen Hammermörder wirft. Mehr als 120 Ordner gibt es hier zu diesem Fall. Ein Beleg dafür, welches Ausmaß dieser Serienmord hatte. Alles beginnt am 3. Mai 1984 in Burgstetten. Die örtliche Volksbank meldet einen Überfall. Ein Einzeltäter hat mit einem Hammer die Schalterscheibe zertrümmert und 5000 D-Mark erbeutet. Zeugen sagen aus, dass er anschließend mit einem weißen BMW geflohen ist. Die Beamten ermitteln den Halter des Fahrzeugs. Doch noch bevor sie Kontakt zu ihm aufnehmen können, wird wenig später auf einem nahegelegenen Waldparkplatz ein Toter gefunden. Es ist Siegfried W., der Fahrzeughalter. Die Polizei rekonstruiert, wie der Mann umgebracht worden sein muss. Demnach musste der Fahrer ausgestiegen sein und müsste dann im Stehen von dem Täter durch Gesichtsschuss erschossen worden sein. Also ein besonders brutales Vorgehen. Offenbar lauert der unbekannte Täter hinter einem Gebüsch, beobachtet den arglosen Autofahrer, geht dann zielstrebig auf ihn zu. Siegfried W. musste sterben, weil der Unbekannte sein Fahrzeug für einen Banküberfall benutzen wollte. Am Tatort findet die Spurensicherung kaum Hinweise. Lediglich eine nicht zu identifizierende Patronenhülse wird gefunden. Deshalb konzentriert sich die Polizei jetzt auf die Befragung der Zeugen des Banküberfalls. Sie beschreiben den Täter damals wie folgt: Jung, ohne Bart, sportlich und groß. Ein Phantombild wird erstellt. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt, das Phantombild wird die Polizei wertvolle Zeit kosten. Das war im Ergebnis her falsch. Das zeigt ganz klar auf, diese Schwäche, Achillesferse jedes Falles ist diese subjektive Seite, der Zeuge. Der Zeuge kann toll sein, kann den richtigen Treffer bringen, der Zeuge kann absolut in die Irre führen. Das muss man im Grunde genommen immer wieder einbeziehen, das ist ganz klar. In diesem Fall haben die Zeugenaussagen Bornschein und seine Kollegen auf die falsche Fährte geführt. Es kommt, wie es kommen muss. Der Täter schlägt erneut zu. Es ist der 21. Dezember 1984, 6 Monate nach dem ersten Mord und dem ersten Banküberfall. Das Muster ist ähnlich. Der 37 Jahre alte Eugen W. wird auf einem Waldparkplatz durch einen Schuss ins Gesicht getötet. Der Täter flüchtet mit Eugen W.s Auto und überfällt mit einem Hammer bewaffnet eine Bank. Bei dem Überfall erbeutet er 78.000 D-Mark. Von nun an nennt die Bevölkerung den Unbekannten den Hammermörder. Angst und Schrecken machen sich breit. Erschießen eines Pkw-Fahrers auf einem Parkplatz in der Mittagszeit, der da Pause machen will, dann Banküberfall begehen, das ist schon ein Ereignis, wo die Bevölkerung in diesem Nahbereich, in diesem örtlichen Bereich mit Sicherheit beunruhigt war. Der unbekannte Täter ist brandgefährlich. Er könnte jederzeit wieder zuschlagen, nichtsahnende Pkw-Fahrer hinrichten. Wenn Bornschein ihn nicht stoppt, wird es weitere Tote geben. Gifhorn. Die Tatortfotos der Kriminalpolizei sind schockierend. Im September 2008 liegen gleich 3 tote Menschen in einem Kleingarten. Einer nach dem anderen wurde umgebracht. Hauptkommissar Jürgen Schmidt wird zu diesem ungewöhnlichen Tatort gerufen. Er soll diesen unfassbaren Mordfall klären. Es ist natürlich die absolute Ausnahme, dass man 3 Leichen an einem Tatort hat. Für mich persönlich ist es der 3. Fall gewesen, an dem ich mit 3 oder sogar mehr Leichen zu tun hatte. Aber es ist die absolute Ausnahme. Normalerweise haben wir es mit einem Opfer, maximal mal mit 2 zu tun. Und insofern ist es schon etwas Besonderes, einen solchen Fall zu bearbeiten.
Die Gartenkolonie vor der Steinriede in Gifhorn. Die meisten Kleingärtner widmen sich wie üblich ihren Arbeiten. Andere halten einen gemütlichen Mittagsschlaf. Alles ist idyllisch und ruhig. Noch ahnt niemand, welches Drama sich hier abgespielt hat. Am späten Nachmittag macht ein Kleingartenbesitzer einen schrecklichen Fund. In einer Einbuchtung am Weg liegen drei blutverschmierte Leichen. Mordermittler Jürgen Schmidt wird zum Tatort gerufen. Also hier in dieser Ausbuchtung lagen die drei Leichen. Sie lagen relativ verkrampft da und man konnte schon bei einer ersten In-Augenscheinnahme feststellen, dass alle drei recht massive Kopfverletzungen aufwiesen. Zudem war erkennbar, dass es sich um zwei ältere Personen, so um die 60 Jahre alt, und eine männliche Person, Ende 30, Anfang 40 etwa, handelte. Und recht schnell stellte sich heraus, dass es Vater, Mutter und Sohn waren. Bei den Toten handelt es sich um ein Ehepaar und seinen erwachsenen Sohn. Die Familie besitzt dieses Grundstück in der Kleingartenkolonie. Ganz in der Nähe der Leichen finden die Tatortermittler eine Brille und Münzgeld im Gras. Die Brille haben wir zerbrochen hier im Gras gefunden, vermutlich weil sie durch die Schlageinwirkung kaputt ging und auch dem Opfer einfach vom Kopf fiel. Das Bargeld dürfte er im Zuge des Kampfes oder des Fallens aus der Tasche verloren haben. Wir haben hier recht massive Blutanhaftungen gefunden. Doch noch können Schmidt und sein Team sich nicht erklären, warum es zu dem brutalen Mehrfachmord gekommen ist. Die drei Leichen werden in die Gerichtsmedizin nach Hannover gebracht. Noch in derselben Nacht werden sie von Dr. Detlef Günther obduziert. Bei allen drei Leichen haben wir als Todesursache eine sogenannte zentrale Lähmung festgestellt. Das heißt, dass es hier zu einer Hirndruckentwicklung gekommen ist, und zwar aufgrund dessen, dass es hier zu einem Schädeltrauma in allen drei Fällen gekommen war. Schädelbasis, Schädeldachbrüche, aber auch Schädigung des Gehirnes mit Hirndruckentwicklung, Einblutung ins Schädelinnere. In der Idylle der Kleingartenkolonie wird eine ganze Familie zu Tode geprügelt und der oder die Täter machen sich nicht einmal die Mühe, die Leichen zu verstecken. Kommissar Schmidt fragt sich, was könnte das Motiv für eine solche Tat sein? Wir haben einen Raubmord ins Kalkül gezogen, dass aber auch vielleicht irgendwie Leute sich in dieser Gartenkolonie aufgehalten hatten, widerrechtlich aufgehalten hatten und es dazu übergriffen gekommen ist. Das heißt, die Ermittlungen waren zu diesem Zeitpunkt unmittelbar nach dem Auffinden der Leichen noch sehr, sehr offen. Der Mordermittler hofft auf weiterführende Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin. Und tatsächlich kann Dr. Detlef Günther dem Hauptkommissar zumindest detaillierte Hinweise auf den Todeszeitpunkt geben. Zur Festlegung des Todeszeitpunktes ist es ja immer so, dass man vor Ort am besten Untersuchungen durchführt. Der diensthabende Rechtsmediziner hat sich die Leichen vor Ort angeschaut, hat Temperaturmessungen durchgeführt an der Leiche, von der Umgebung, Leichenflecken und auch die Totenstarre qualitativ und quantitativ beurteilt. Und wir haben dann unter Hinzuziehung auch der Daten vom Wetterdienst letztlich dann ein Intervall von 16 bis 20 Stunden dann praktisch hier errechnen können. Hans, Gisela und Martin K. müssen also am Tag, bevor ihre Leichen gefunden wurden, gegen 16 Uhr getötet worden sein. Wird der genaue Todeszeitpunkt der Familie den Mordermittler weiterbringen und bei der Lösung des Falls mitentscheidend sein? In Heilbronn hat Hauptkommissar Gerd Bornschein ebenfalls einen mysteriösen Fall zu lösen: einen Doppelmord. Im Abstand von wenigen Wochen werden zwei Männer auf Parkplätzen erschossen. Anschließend werden ihre Autos gestohlen und als Fluchtfahrzeuge bei Banküberfällen benutzt. In Relation Banküberfall und Beschaffung Tatfahrzeug war das schon auffallend brutal. Normalerweise wird ein Banküberfall nicht ausgeführt, dass der Täter sich als Hilfsmittel in Anführungszeichen ein Fahrzeug beschafft, indem er den Fahrzeughalter oder Besitzer erschießt. Das ist besonders brutal. Zum einen, zum anderen auch die Art der Tötung war beides sehr brutal und lässt darauf schließen, dass es im Grunde genommen also kaum erklärbar oder fast psychopathologische Züge angenommen hat. Genau wie beim ersten Mal gibt es auch nach dem zweiten Mord und dem darauffolgenden Banküberfall kaum Spuren. Doch ein kleines Detail bringt Bornschein und die Kollegen vielleicht einen Schritt weiter. In dem zweiten Fall wurden dann Hülsen sichergestellt, die konnten identifiziert werden von der Munition her. Und es konnte auch nachverfolgt werden von der Firma Nobel AG Dynamit.
wo diese Lieferungen überall hingegangen sind im Ergebnis. Es waren im Grunde Lieferungen dabei an die Landesbeschaffungsstelle Baden-Württemberg, die unter anderem auch die Polizei beliefert hat. Kommissar Bornschein hat eine schreckliche Vermutung. Ist der unbekannte Mörder und Bankräuber etwa ein Polizist? Stammt er aus den eigenen Reihen? Sind die Banküberfälle möglicherweise genau deshalb immer zu Uhrzeiten, zu denen ein Schichtwechsel stattfindet? Es war sicher eine Möglichkeit, die man überprüfen muss und ausschließen muss, oder ob sie sich verifiziert. Das ist eine Frage der Ermittlungstaktik gewesen damals. Die Soko Hammer startet eine der außergewöhnlichsten Untersuchungen, um den Mörder, der möglicherweise in den Reihen der Polizei zu suchen ist, zu finden. Insgesamt werden 12.000 Polizeiwaffen aus einem Umkreis von 100 Kilometern rund um die Tatorte der Morde einer sogenannten Beschussaktion unterzogen. Jede einzelne Patronenhülse weist nämlich ganz spezifische Merkmale auf und kann einer einzelnen Waffe zugeordnet werden. Die Hülse des zweiten Mordfalls könnte also eventuell den Täter überführen. Die Auswertung aller Hülsen dauert Monate. Die Zahl der Schusswaffen, die beschossen werden müssen, A, bei den Dienststellen in Heilbronn, in Ludwigsburg, in Stuttgart, bei der Diensthundestaffel, in Weiblingen. Also es waren, wie gesagt, es waren fast 12.000 Schusswaffen, die vor Ort beschossen worden sind. Und die Ergebnisse, diese Beschuss, die Hülsen also, gingen dann zur Untersuchung weiter nach Wiesbaden und mussten dann der Reihe nach durchgecheckt werden, dienststellenweise. Während die Beschussaktion läuft, geschieht am 22. Juli 1985 ein dritter Mord. Der 26-jährige Wilfried S. wird mit einem Schuss ins Gesicht umgebracht. Auch sein Fahrzeug wird gestohlen. Für die Beamten ein Schock. Sie müssen den Hammermörder unbedingt stoppen. Wie reißendes Tier, ne? Der geht wahllos durch die Gegend, erschießt Leute und macht dann einen Banküberfall. Also da wollte man natürlich schon so schnell wie möglich. Und da war der Druck ja auch entsprechend da von der Öffentlichkeit, von den Medien und von der Polizeiführung, dass da mal sich was tut, ne? Zu Recht was tut. Die Menschen rund um Ludwigsburg leben in Angst und Schrecken. Die Polizei muss den Serienmörder endlich finden, der immer wieder erst mordet und dann mit einem Hammer bewaffnet und einer Sturmhaube maskiert Banken überfällt. Zurück in Gifhorn. Hier haben einer oder mehrere unbekannte Täter eine ganze Familie in einer Kleingartenkolonie brutal ermordet. Selbst der erfahrene Mordermittler Jürgen Schmidt steht damals vor einem Rätsel und tappt zunächst völlig im Dunkeln. Wie konnte es zu diesem abscheulichen Mehrfachmord kommen? Drei Leichen an einem Ort sind keinesfalls der Alltag eines Kriminalisten, sondern das ist schon etwas Außergewöhnliches. Wenn überhaupt mit Leichen, dann hat man es mal mit einer zu tun, vielleicht auch mal mit zweien. Aber drei an einer Stelle und alle drei erschlagen, das ist schon etwas Besonderes. Die Ermittler versuchen unter anderem herauszufinden, ob der Leichenfundort auch der Tatort ist. Es gab an den Leichen zum einen natürlich die Verletzungen, zum anderen aber haben wir Spuren gefunden, wie hochgeschobene Bekleidung, die darauf hindeuteten, dass die Leichen noch ein Stück des Weges gezerrt worden waren, dass man sie also zu dem Ablageort gebracht hatte. Deshalb suchten wir zunächst auch mal nach dem unmittelbaren Tatort. Die Spurensicherung kann schließlich herausfinden, dass sich der Tatort nur wenige Meter vom Leichenfundort entfernt befindet. Die toten Opfer wurden vermutlich deshalb einige Meter in eine Ausbuchtung geschleift, damit sie nicht sofort entdeckt werden. Noch fehlen aber jegliche Hinweise und Spuren auf den oder die Täter. Rechtsmediziner Dr. Detlef Günther hat für Jürgen Schmidt zumindest Anhaltspunkte dafür, welche Tatwaffe zum Einsatz gekommen sein könnte. Wir fanden ganz charakteristische Wunden, die man als Platzwunden bezeichnet, und hatten zum Teil auch geformte Verletzungen, sodass der Verdacht nahe lag, dass hier ein harter, schwerer Gegenstand benutzt worden ist, eine Art Knüppel, die all diese Verletzungen gesetzt haben könnte. Schmidt und die Kollegen lassen die ganze Umgebung nach der möglichen Tatwaffe absuchen. Wir haben hier zum einen mit Hunden gesucht, Leichenspürhunde, die also ein Werkzeug gefunden hätten, wenn da Blutspuren dran gewesen wären. Darüber hinaus haben wir mit Booten, mit Tauchern diesen See abgesucht.
Zum einen, wenn es ein Stück Holz gewesen wäre, gingen wir davon aus, das schwimmt an der Oberfläche. Zum anderen aber natürlich im Uferbereich. Hier haben wir auch die Taucher suchen lassen. Allerdings ist das bei diesem morastigen See schon relativ schwierig. Letztlich haben wir auch nichts gefunden, was als Tatwerkzeug in Frage kam. So sehr sich Schmidt auch bemüht, er kann weder eine Spur noch Hinweise oder ein Motiv finden. Doch er hat noch eine Idee. Weil es in Kleingartenkolonien gelegentlich zu Nachbarschaftsstreitigkeiten kommt, will der Ermittler wissen, ob es in diesem Fall auch eventuell Vorkommnisse gab, die ihn weiterbringen. Schmidt wird auf eine Akte aufmerksam, in der es um zahlreiche Auseinandersetzungen der Opferfamilie K. mit dem Gartennachbarn Wilfried R. geht. Über Monate haben sie sich gegenseitig angezeigt. Wilfried R. war seit 2004 bei uns bekannt im Zusammenhang mit Streitigkeiten und Auseinandersetzungen innerhalb der Gartenkolonie. Es ist immer wieder A zu Beleidigungen gekommen, dass sich die Gartennachbarn gegenseitig beleidigt haben, weil sie sich vorgeworfen haben, dass der eine dem anderen Strauchschnitt in seinen Garten geschmissen hat. Ein Dreifachmord wegen Nachbarschaftsquerelen? Kommissar Schmidt kann sich das nicht vorstellen. Dennoch muss er Wilfried R. überprüfen. Zurück in Heilbronn. Auch Kriminalhauptkommissar Gerd Bornschein hat hier in einem Serienmordfall noch keine Lösungsansätze. Drei Männer werden im Abstand mehrerer Monate auf Rastplätzen erschossen. Ihre Autos werden gestohlen und als Fluchtfahrzeuge bei Banküberfällen benutzt. Soko-Leiter Bornschein erinnert sich, unter welchem Druck er damals stand. Eine absolute Herausforderung für einen damals noch relativ jungen Kriminalrat, Oberrat. Von daher also schon eine, würde ich sagen, Mammutaufgabe, die einem da schon alles abverlangt hat. Nach drei Morden und Banküberfällen hat der Ermittler nur eine Patronenhülse als Spur. Ein solches Kaliber benutzt unter anderem auch die baden-württembergische Polizei. Rund 12.000 Schusswaffen von Polizeibeamten werden kontrolliert. Eine kriminalistische Ausnahmesituation. Mittlerweile ermitteln mehr als 100 Beamte in dem Fall. Während der Untersuchungen geraten mehrere Polizisten unter Verdacht. Auch Polizeiobermeister Norbert P. aus Mühlhausen. Bei der Durchsuchung seines Spinds gibt es Unregelmäßigkeiten. Doch während der anschließenden Vernehmung gibt sich der Beamte unauffällig. Und so hatte er im Grunde genommen zunächst für jedes Verhalten und für das Auffinden dieser Gegenstände eine plausible Erklärung, einschließlich dieser Sturmhaube, die man aufzieht, auch zum Skifahren. Ja, so eine Unterziehmütze, wie es auch Motorradfahrer haben beispielsweise. Die hat man so eine Verpackung gefunden, auch in dem Schließfach. Also war das zunächst mal für die Beamten alles plausibel. Da hat man gesagt, okay, jetzt muss man noch die Fingerabdrücke nehmen. Hat man die Fingerabdrücke genommen. Und dann ging es noch um die Frage der Blutentnahme damals. Und da hat man eben dann zugestanden, ja, das kann er dann nachholen, weil er gesagt hat, ich möchte jetzt nicht ins Krankenhaus, ich bin hier als Polizist bekannt. Die Frage, ob sowas richtig ist, dass man sowas ja, auf die lange Bank schiebt, ich persönlich hätte es sicher nicht gemacht. Nein. Den Beamten liegt eine Blutspur des Täters an einem der Tatwerkzeuge, einem Hammer, vor. Dennoch wird Norbert P. vorläufig kein Blut zum Vergleich abgenommen. Wie sich zeigen wird, ein fataler Fehler. Außerdem lassen sich die Beamten täuschen, weil Norbert P. überhaupt nicht den Beschreibungen der Zeugen entspricht. Er ist weder sportlich noch schlank. Und er trägt mittlerweile einen Bart. Der wusste mit Sicherheit am Tag X, nachdem er also jetzt zweimal vorgeladen worden war, vernommen worden ist zu diesem Schließfachfund und zur Frage, wo hat er sich aufgehalten. Zur Frage, wo war er zu den Tatzeiten insgesamt, zu allen Fällen und zu den Fragen seiner Waffe, seiner Blut, da wusste er, über kurz oder lang bin ich dran, das war klar. Wenig später meldet Norbert P.'s Mutter den Mann bei seinen Kollegen als vermisst. Sie habe ihren Sohn mehrere Tage nicht gesehen, mache sich Sorgen. Bornschein und sein Team fahren zum Haus des Familienvaters. Als niemand öffnet, verschaffen sie sich Zugang. Überall im Haus herrscht Chaos. Bei der Durchsicht der einzelnen Zimmern machen die Beamten dann eine schreckliche Entdeckung. Norbert P.'s Frau Inge liegt erschossen im Bad. Sein kleiner Sohn Adrian erschossen im Bett. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Leichen gefunden werden, erreicht Kommissar Bornschein einen Anruf vom Bundeskriminalamt. Die Kollegen bestätigen während des Gesprächs, dass die tödlichen Schüsse im Zusammenhang mit den Banküberfällen tatsächlich aus Norbert P.'s Dienstwaffe abgegeben worden sind.
Wäre das 8 Tage früher gekommen, dann würden noch ein paar Leute mehr leben. Ganz einfach. Das muss man einfach so sehen. Ne? Von Norbert P. und seinem zweiten Sohn Gabriel fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Das war schon der Gedanke. Jetzt die Frage, wo suchen Sie? Fahndungsmaßnahmen wurden ja dann auch eingeleitet. Und zwar auch international. Aber das ist natürlich eine Nadel im Heuhaufen zunächst. Auch der kleine Gabriel kann nicht mehr gerettet werden. Bornschein erhält einen Anruf der italienischen Polizei. In der Nähe von Brindisi wird am Strand Norbert P.'s weißer Mercedes gefunden. Er hat seinen kleinen Sohn erschossen und sich anschließend selbst getötet. Also da ist die Hemmschwelle zum Töten wohl äußerst gering ausgeprägt. Und ich es dann noch auf diese Art und Weise mache, mit diesem Modus durch Gesichtsschuss, das lässt auf eine gewisse Gefühlskälte, Brutalität oder sonst was schließen. Also ich bin da, wie gesagt, bis heute perplex, ne, über diese Art und Weise des Vorgehens eines Täters mit dieser scheinbaren Brutalität. Doch warum wurde aus dem Familienvater und Polizisten ein Serienmörder? Im Haus von Norbert P. finden die Beamten mehrere Kreditverträge. Der Mann war hoch verschuldet. Ein weiterer Grund für seine Überfälle könnte die Krebserkrankung seiner kleinen Tochter gewesen sein. Das Mädchen starb mit 4 Jahren. Zuvor hatte Norbert P. offenbar durch kostspielige Therapien versucht, das Leben seiner Tochter zu retten. Dennoch wurde er zu einem skrupellosen Serienmörder. Das ist ganz schwierig. Also für mich, wenn man sich mit den Akten beschäftigt, mit den Zeugenaussagen, mit den Aussagen der Kollegen, dann ist es schon eine ungewöhnliche Figur, möchte ich fast formulieren. Auf der einen Seite sehr introvertiert, verschlossen, Einzelgänger. Auf der anderen Seite ein Familienmensch. Ja, also nicht der einsame Wolf, sondern für seine Familie da, Familie beschützt, Familienmensch ist. Und letztendlich alles für seine Familie tut und insbesondere für die Kinder. Ein Mann, der wirklich die wollte. Man wollte ja auch von der Familienplanung, wenn ich das noch richtig weiß, wollte man 3 Kinder immer haben. Und von daher ist es wirklich eine ganz zwiespältige Figur. Am Strand von Brindisi findet die Polizei Spielzeug des toten Gabriel. Er und 6 weitere Menschen mussten offenbar sterben, weil Norbert P. in extremen finanziellen Schwierigkeiten steckte. Gerd Bornschein wird diesen Fall niemals vergessen. Er hat alles daran gesetzt, der Mordserie ein Ende zu bereiten. Doch viele der Opfer konnten einfach nicht rechtzeitig gerettet werden. Gifhorn. Ermittler Jürgen Schmidt ist einem Dreifachmörder auf der Spur. In einem Kleingarten werden 3 Leichen gefunden. Jetzt soll der Nachbar der Toten, Wilfried R., überprüft werden. Mit ihm hatten die Getöteten immer wieder Streit. Die Beamten fahren zu ihm, doch er ist nicht zu Hause. Nur seine Frau und die erwachsenen Kinder sind da. Der Sohn hat dann auch durchaus eine Aussage gemacht, die dahin ging, dass sein Vater im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Gärten eine Äußerung getätigt haben soll, so sinngemäß, irgendwann bringe ich die alle noch mal um, das geht mir völlig auf den Nerv und irgendwann passiert da mehr. Schmidt informiert die Kollegen im Präsidium, die sofort eine Öffentlichkeitsfahndung nach Wilfried R. starten. Der Fall geht durch die Medien und wenig später findet ein Mann den Gesuchten durch Zufall, hier in der Nähe des Tatorts, unter einem Strohballen. Ein Zeuge hat ihn dort unter einer Plane aufgescheucht und hat auch erkannt, um wen es sich dabei handelte und hat daraufhin die Polizei informiert. Diesem Zeugen gegenüber hat der Wilfried R. auch noch etwas von erzählt, ich habe Scheiße gebaut. Und hat sich dann aber auch von den ersten eintreffenden Kollegen widerstandslos festnehmen lassen. Wilfried R. wird im Polizeipräsidium vernommen. Doch mit den Morden will er nichts zu tun haben. In einer späteren Vernehmung am nächsten Tag hat er eingeräumt, dass es zu einer Begegnung mit dem Sohn der Familie K. gekommen sei. Dem habe er aber nur eine Ohrfeige verpasst im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung. Dann sei er gegangen. Also er hat zunächst komplett bestritten, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben.
Doch Ermittler Schmidt ist sich sicher, den Täter vor sich zu haben. Er lässt seine Kleidung auf Blut- und Faserspuren untersuchen. Tatrelevante Spuren können allerdings nicht gefunden werden. Schmidt und sein Team müssen dringend etwas finden, das den Tatverdächtigen eindeutig überführt. Außer ihm gibt es niemanden, der für die Morde in Frage kommt. Unsere Kriminaltechniker haben sämtliche Fingernagelabschnitte gesichert, haben darüber hinaus aber auch Kontaktspuren an den Leichen gesichert. Und diese sind umfassend auch von unserem Landeskriminalamt untersucht worden. Wir haben dabei kein Fremd-DNA gefunden. Das hat aber unter anderem wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es keinen unmittelbaren Kontakt zwischen Täter und Opfer gegeben hat, sondern dass er ein langstieligeres Werkzeug benutzte. Zum anderen aber auch haben die Leichen 24 Stunden im Regen gelegen. Auch das hat zum Verwaschen einzelner Spuren geführt. Kommissar Schmidt und sein Team lassen nicht locker. Sie wissen, sie brauchen ein Geständnis, um Wilfried R. zu überführen. Und so gelingt es ihnen nach Tagen, dass sich der Täter ihnen anvertraut und erzählt, was am Tatort passierte. Also, so wie uns der Täter ja auch sagte, ist er hier aus dem Gebüsch gekommen und hat das erste Mal die Auseinandersetzung mit dem jüngeren K. gehabt. Hier kam es auch zu den ersten Schlägen, der ist niedergeschlagen worden. Hilfe! Der Sohn K. hat offensichtlich um Hilfe gerufen und daraufhin kam von dem hinteren Bereich aus deren Laube die Eltern der Familie K. ganz offensichtlich angelaufen, um ihrem Sohn zu helfen. Dann dürfte es hier in diesem Bereich zu der weiteren Auseinandersetzung gekommen sein, die sich auch etwas nach hier verlagert hat. Und hier in diesem linken Bereich findet sich die Bucht, wo wir letztlich die Leichen aufgefunden haben. Drei Menschen sterben wegen eines lapidaren Nachbarschaftsstreits. Auch für den erfahrenen Kommissar ist das etwas Außergewöhnliches. Bewegt hat mich am meisten sicherlich die Tatsache, dass es drei Opfer gegeben hat, denen brutal der Schädel eingeschlagen wurde. Aber vielmehr war es das Motiv, was hier offensichtlich zu der Tat geführt hat, dass eigentlich eher belanglose Streitereien im Kleingartenmilieu hier Auslöser für die Tat waren. Das war schon etwas, wo man immer wieder gedacht hat, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass man sich wegen solcher Kleinigkeit den Kopf einschlägt. Noch weniger kann Schmidt verstehen, dass sich der Täter auch nach seiner Festnahme offenbar keiner Schuld bewusst ist. Er ist immer wieder dabei geblieben, dass man ihn über Jahre geärgert hätte und dass sich das bei ihm so aufgestaut hätte, dass es zu dieser Tat gekommen sei. Er hat sicherlich eingeräumt, dass er die Tat begangen hat. Aber zur Vorgeschichte ist er immer wieder dabei geblieben, dass er das eigentliche Opfer sei. Diese Einstellung hilft Wilfried R. allerdings wenig. Im März 2009 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt.